Heute ist der 6. Juni 2017. Ich habe heute Morgen einen Abricht- und Dickenhobel bekommen von der Firma Holzstar oder von der Marke Holzstar. Das ist das Modell ADH 200. Beim Auspacken fiel mir beispielsweise schon auf, dass der Schnellspanner abgebrochen ist. Das ganze Paket war auch runtergefallen, war ein bisschen beschädigt. Und wurde von der Firma DB Schenker transportiert. Ich denke mal, die sind ein bisschen locker mit dem ganzen Paket umgegangen. Dabei ist vermutlich dieser Schnellspanner abgebrochen. Ist ein Pfennigartikel, habe ich über die Firma, wo ich das bestellt habe, auch schon wieder reklamiert. Jetzt habe ich die ersten Bretter abgehobelt, jeweils einen Millimeter mal abgenommen. Und ruckzuck, bums, fiel der ADH 200 schon aus, denn, wie man sehen kann, ist der Riemen gerissen oder beziehungsweise hat sich komplett aufgelöst. Und sich hier, die ganzen Einzelteile haben sich hier auf der Welle drumherum gedreht und greifen dann mit in die anderen Riemen und Zahnräder mit rein und in die Kette. Die Teile des Riemens hängen hier so lose rum. Ja, das war kein langes Erlebnis mit dem ADH 200. Bis jetzt quasi schon wieder außer Betrieb und ich habe noch viel Arbeit vor mir. Es muss alles geholt werden, es sind alles sägeraue Bretter. Und ich denke mal nicht, dass ich den Hobel überbeansprucht habe, wenn ich jeweils immer nur einen Millimeter abnehme. Ich habe auch an diesen Hobel eine externe Absaugung angeschlossen. Die hat sich sehr gut bewährt, saugt sehr gut, bin ich sehr zufrieden damit. Das ist das Modell Woodstar DC12 für knapp 140 Euro. Saugt gut weg. Und für das viele, was ich schon gehobelt habe, liegen hier kaum Hobelspäne. Das ist ein sehr sauberer Arbeitsplatz. Nur vom Hobel bin ich ein bisschen enttäuscht, dass er so schnell seinen Geist aufgegeben hat. Ja, das sind meine Erfahrungen mit dem Hobel.